Bestatter werden wollte ich nie. Ich habe einmal ein Inserat gesehen in der Zeitung und musste da dann mich bewerben, warum auch immer, weil ich Angst hatte vor dem Tod, selbst wenn ich noch Anfang 20 war. Und ich bin mit der Mutter am Friedhof war und habe der Oma sein Grab gerichtet. Das war mir immer sehr komisch. Ich bin heimgegangen, habe mir fünfmal die Hände gewaschen. Tote, Friedhof war für mich immer sehr sonderbar und ja, eigentlich furchtbar. Und dann im Laufe des Lebens, ja, ist das dann meine Erfüllung geworden. Ich möchte nichts anderes mehr machen. Ich liebe das in jeglicher Form, egal was. Mir gefällt das ganz einfach. Ich sage, ich liebe die Toten. Die haben eine wunderbare Aura. Ich glaube, weil die schon drüben sind, wo wir ein Leben lang hinarbeiten, auf unseren eigenen Tod. Ich sage das immer ganz einfach, wenn man stirbt, geht das Licht aus und im nächsten Moment geht ein Licht an, heller, schöner, wie man es sich vermutlich gar nicht vorstellen kann. Ich finde das was ganz Besonderes und dass ich ausgewählt wurde, diesen Beruf zu machen, bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass ich das noch machen kann, aktiv, bis ich 70 bin. Ich hoffe noch viel, viel länger. Ich glaube, dass ich das mache, bis ich selber die Augen zumache. Es ist was Wunderbares. Und ich weiß, dass nachher was kommt, dass kein Mensch und keine Seele verloren ist. Bestattungen bekommt man überall. Ein Sarg, eine Wäsche, eine Urne, kriegt man alles. Eine Überführung, eine Trauerfeier, das ist wie ein Rad, das kann nicht neu erfunden werden. Ich denke, die Leute kommen zu uns, zu mir, weil sie irgendetwas spüren. Ich gebe den Leuten gern ein Mitgefühl oder auch das Bewusstsein, dass man nicht alleine ist. Einfach eine Herzlichkeit und ein Gefühl und auch Zeit für persönliche Gespräche. Ja, ich glaube, dass das die Leute schätzen.